Salut mon amis und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ich mache heute Hauptmission, nachdem wir hier noch so eine kleine Companion-App-Nebenbla erledigt haben. Ja, es ist jetzt, wir fangen jetzt mit Sequenz 12 an. Das ist quasi die letzte Sequenz. Das kann natürlich bedeuten, dass ja, dass das jetzt wieder ähnlich wie bei Sequenz 11 irgendwie alles in einem Stück geht und das dann alles fertig ist. Das fände ich persönlich ein bisschen schade, aber gut. Kann man dann auch nichts machen. So, jetzt wollte ich eigentlich. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier schon rumrenne, könnte ich eigentlich nach der Kokarde noch gucken. Ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wo die sein soll. Also müsste sie eigentlich entweder hier oder ach da, direkt vor meiner Nase. Ich Blindfisch. So. Und da oben drin gibt es scheinbar noch ein Trüdelchen. Oh, und wir haben, verdammt, ich habe von dem letzten Spiel noch nichts mehr übrig an Waffen und keine Ahnung. Ich habe mich tatsächlich noch eine Koop zwischen reingespielt, die dann erst später kommt. Aber ja, manchmal ergibt sich das halt so, ja, wenn man gerade Bock hat drauf, mit jemandem zu spielen, will man ja auch nicht immer warten, bis es so an der Zeit ist. Oh, jetzt sollte ich mich aber mal ranhalten, sonst war's das quasi. Okay, jetzt den hier noch und den da. Okay, das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Und dann können wir hier noch schnell. Ja, ich verdudel jetzt noch ein bisschen Zeit, weil ich nicht will, dass das Spiel endet quasi. Also auch nicht unbedingt, weil es so überragend gut ist, sondern einfach, weil es schade wäre, wenn es schon fertig ist. Beziehungsweise erwartet mich ja dann noch danach entsprechend Truhen plündern und Nebenmissionen machen. Es gibt zwar noch ein paar Koops, die ich noch gar nicht gemacht habe, dann muss ich aber noch welche doppelt machen, weil ich Sync-Punkte nicht gesucht habe. Also mit anderen Worten, danach kommen die ganzen wirklich spaßigen Sachen. Und das ist halt schon ein bisschen schade. So, jetzt gibt es hier unten drunter noch was zum Einsammeln. Kann man jetzt hier einfach hier die Leiter vielleicht runter? Zack. Einmal eine Ebene tiefer, bitte. Hier. Abzeichen haben wir auch noch viel zu wenige irgendwie. Komme ich jetzt hier wieder raus oder muss ich wieder nach oben? Na, hier geht's nochmal. Hier geht's runter und eventuell raus. Machen wir das mal schnell. Okay, das ist ein Dreierschloss. Ich dachte, vielleicht gibt's ein anderer Ausgang doch sinnvoller, aber jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt können wir das auch machen, ne? Genau. Manchmal flutscht es einfach. So, und jetzt den sollen wir nur bestehlen, wir sollen ihn nicht töten. Der kämpft aber hier schon. Den können wir noch mal töten. So. Und dann können wir hier bestehlen. Hier in dem Bezirk haben wir irgendwie fast noch gar nichts geholt, fällt mir gerade so auf, ne? Da hinten ist schon wieder noch eine Truhe. Ah ja, perfekt. Fortzahlen fahren. Die ist da unten. Gut. Die nehme ich noch mit und dann sind jetzt hier auch gar nicht so weit weg, ne? Aber wir sollten vor der Hauptmission vielleicht auch nochmal einen Händler aufsuchen, fällt mir gerade so auf. So. Muss ich mal schauen, wo die hier überhaupt ist. Wir müssen hier runter. Ja, da können wir ja doch dann. Da lohnt sich die Schnellreise eigentlich gar nicht. Können wir da auf dem Weg noch schnell den Händler abgrasen? So. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt heute zu einem würdigen Ende kommen oder ob das jetzt. Wir müssen ja eigentlich nur noch Charmant finden und töten. Nur noch in Anführungsstrichen, der lässt sich natürlich nicht so leicht töten, das haben wir ja schon gemerkt. Aber das war ja letztes Mal auch irgendwie klar, oder? Wir müssten zumindest einmal einen Versuch starten, der schief geht, bevor es dann funktioniert. So, hier gibt es noch einen.
Truhe, die können wir aber noch nicht aufmachen, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Jetzt hier. So, perfekt. Die Händler stehen ja immer passend neben den Missionen. Ne? Ich glaube, das ist auch Absicht. So. Gespannt. Was passiert jetzt nun? 12.1, das höchste Wesen. Robespierre ist die letzte Verbindung zu Chermont, diskreditiert ihn und macht ihn angreifbar, um so den Großmeister aus seinem Versteck zu locken. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Oh, dann zeig uns mal, was denn die Templer besser können als wir Assassinen. So eine Streifen, nicht Sperrgebiet. Wunderbar. In dem man sich sicher bewegen kann. Was denkt er sich? Vive Robespierre! Bravo! Vive la liberté! Na, magst du uns deinen Plan nicht erklären? Wenn nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Lächerlich, diese Schaustellung. Na, jetzt sind wir schon fast dran. Und? Sie hat uns offensichtlich nicht so viel zu sagen. Vor allen Dingen gehen. Das dauert wieder so schön. Was nun? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Alarmglocken sollen wir sabotieren. Wenn es denn hier welche gibt. Zeig mal her, die gibt es doch auf der Minikarte. Da gibt es genau eine. Hier, da gehen wir gleich mit. Vor allen Dingen müssen wir die wahrscheinlich sabotieren, bevor wir irgendwie gesehen werden. Aber auch zig Wachen. Können wir hier nicht einfach rüber? Dann zieht uns wahrscheinlich da links. Das war nicht gut. Das sehe ich ein. Wow, ich müsste mich ja mal heilen. Vorher vielleicht, ich Depp.
Ja, wir versuchen es jetzt nochmal von der anderen Seite, glaube ich. Also, das war jetzt nicht so intelligent. Ja. So. Also nochmal. Wir gehen jetzt diesmal, gehe ich mal außen rum ein bisschen. So. Wie sieht es denn hier aus? Da drüben noch. Okay, auf der Seite kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Aber auf der Seite vielleicht. Das sieht zumindest so aus, als ob auf der Seite. Okay, hier gibt es genug Leute, mit denen wir kämpfen können. So, dann halt eben auf die harte Tour. Wir müssen ja nach wie vor nicht ungesehen bleiben. Es ist es ja. Ich meine, diese ganzen sabotiere irgendwas, benutze diesen Gegenstand, benutze jeden Gegenstand. Das ist ja ganz nett. Aber es ist alles nicht irgendwie so schwierig wie diese ungesehenen Sachen. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen ekliger vorgestellt. Gerade nachdem wir bei dieser allerersten Szene im Spiel, vielleicht erinnert ihr euch noch, direkt als wir gesehen wurden, wieder anfangen mussten. Es wirkte so ein bisschen wie so mehr ein Stealth-Spiel, aber irgendwie haben wir jetzt hier stattdessen eine Masse an Gegnern. Wir giften uns jetzt gerade selbst noch mit, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und wie viele Leute wir jetzt hier angegriffen haben. Wow. Ach ja. Okay, das Ding ist, wenn man ungesehen reinkommen muss, das ist natürlich auch schwierig. Aber auf der anderen Seite auch ein Vorteil, sogar ein ziemlicher Vorteil, wenn man es denn dann schafft, ne? Weil im Endeffekt, wir haben jetzt wirklich alle Gegner aus diesem Lager hier gerade getötet. Und das dauert halt, ne? Das dauert immer ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall machbar. Zack, und jetzt haben wir die hier mal sabotiert. Und die Truhe, die da ist, die können wir auch noch mitnehmen, weil im Endeffekt... Sonst müssen wir nachher wieder in das Sperrgebiet, falls hier da noch eins ist nach der Mission. Aber wahrscheinlich schon. So, das ist eine Dreier, aber die kriegen wir auch noch hin. Glaube ich. So. Bin mal gespannt, was für Sachen er jetzt eigentlich finden möchte. Untersuchen wir. Da gibt es mehr als genug scheinbar. Publiciste de la Révolution Française. Am Tag nach Marats Tod. Was soll man nur vom Wohlfahrtsausschuss oder genauer gesagt seinen Anführern halten? Denn die meisten seiner Mitglieder sind so nachlässig, dass sie von 24 Stunden keine 2 in Ausschusssitzungen verbringen. So ahnen sie nicht einmal, was dort alles geschieht. Und sie machen sich daher nur das Verbrechen schuldig, eine Aufgabe übernommen zu haben, die sie gar nicht erfüllen wollen. Die Anführer hingegen sind schlichtweg Verbrecher, da sie ihre Ämter auf schändlicher missbrauchen. Es gibt einen unter ihnen, den der Berg törichterweise gerade erneut ernannt hat und den ich als den gefährlichsten Feind des Landes erachte. Barrere, den Saint vorher dem König als einen aus der Konstituente nannte, auf den man sich verlassen kann. Ich persönlich bin sicher, dass er einen Fuß in beiden Lagern hat, bis ein Sieger klar erkennbar ist. Es ist Barrere, der jede durchgreifende Maßnahme lähmte, sodass wir völlig hilflos sind, wenn man uns die Kehlen durchzuschneiden trachtet. Ich fordere ihn nun auf, einen endgültigen Beweis zu erbringen, dass er kein verkleideter Royalist ist. Mhm.
interessant. Das klingt jetzt aber... Vielleicht finde ich etwas Stärkeres. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so nach Robespierre. Was haben wir hier? Monsieur, da ihr der Retter der Republik seid, flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden. Immer noch vegetiert er im Kerker, verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind. Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt. Und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare, eingesperrt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schrift meines Bruders im Journal de Paris erinnert, da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen. Ich bitte euch nun, falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren, verschont meinen Bruder. In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs. Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird. Mit patriotischem Gruß, Marie-Joseph Chénier. Wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Na, das dachte ich auch gerade. Jetzt haben wir hier noch Bücher. Und nochmal eine Notiz. Eine Depesche. Monsieur Robespierre, sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen dem großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Molays Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Mhm. Nicht ganz das, wonach ich suche. Ja, das ist eine gute Information für uns, aber nicht für um das Volk gegen ihn aufzuwickeln. Es sind noch zwei da und das ist wahrscheinlich das Letzte. Merlin, Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Hm. Das andere Ding ist somit auch weg. Ja, und jetzt können wir quasi... die Leute darauf hinweisen, dass sie eventuell von ihm getötet werden wollen oder so und sie aufwiegeln. Ist das der Plan? Nimm es mal an. Und was sagt denn unsere Geliebte dazu? Hi, Schatz. Schatz? Oh, ich muss erstmal unsichtbar sein. Jetzt. Eine Namensliste. Mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst... Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Bin gespannt, was sie das sie vorhat. Elise darf nicht entdeckt werden, aha. Na, spannend. Ah, okay. Okay, also ich darf entdeckt werden, aber Elise nicht, so war das hier. Okay, und ich muss die Wachen, die angezeigt sind, schnellstmöglich töten. Okay, da hätte ich jetzt vielleicht vorher nochmal zu einem Händler gehen sollen. Mit den anderen, da können nur die Elise entdecken oder auch die Gegner, mit denen ich gerade Stress angefangen habe.
wahrscheinlich alle. Nee, bestimmt hätten sie. Oh shit, ich habe auch keinen Medizinvorrat mehr. Oh oh. Na, das wird ja lustig. Das wird sogar sehr lustig. Soll denn das klappen ohne Medizin? Fuck. Ah, das nächste Mal vorher zum Händler gehen. Mann. Schon wieder verpeilt. Hm. Tut mir leid, dass die Lumi heute ein bisschen blind, ein bisschen blöd. Noch blöder als... Okay. Jetzt darf ich gar nicht mehr nochmal zu einem Händler. Ist hier keiner in der Nähe? Fuck, den erreicht man nicht mehr da hinten. Also. Aber wir können es zumindest, wir können es mal versuchen. Nee, da kommt schon der Erste. So. Wenn wir jetzt in die richtige Richtung laufen und der andere kommt ein bisschen später. Nee, klappt nicht. Klappt nicht. Nee, hier ist ja der Knackpunkt eigentlich. Oh, das ist echt hart. Und schon wieder beide. So. Oh, 3 Medizin habe ich noch. Was ist mit den Blendgranaten? Kann mir ja scheinbar Zeit lassen. Boah, weich doch aus. So, ich habe nähernde Wachen niedergeschlagen. Jetzt soll ich anonym werden, okay? Wir fliehen auch, weil... Wow. Ich hab kein Leben mehr. Scheiße. Oh, Fug in den Rücken geschossen. So, also ich habe jetzt gerade gemerkt, man muss sich schon ein bisschen geschickter anstellen. Das ist jetzt mein 4. Versuch. So. Weil dann kann man nämlich zumindest alle ein bisschen töten, die problematisch sind. Und hier kommt dann der nächste raus. So. Und dann kommen hier hinten, kommen dann die nächsten 2. So, und den dann auch gleich noch mit. Guck mal, wie viel Übung man da kriegt, wenn man hier weg muss. So. Nee, so einfach geht's dann auch nicht, das ist richtig. So, und aber nicht in den Sperrgebieten entlanglaufen, wenn man unerkannt bleiben möchte. Sondern zwar am Rande von mir aus, aber nicht drin. So, sie sehen mich noch. Ein paar Haken schlagen. So. Jetzt kämpfen die anderen mit denen, das ist auch super. So, jetzt müsste aber diesmal klappen. So. Und Elise wurde nicht entdeckt. Gott sei Dank. Und jetzt können wir mit Elise sprechen. Aber erst, wenn wir ganz anonym sind.
suchen sie uns zwar nicht mehr, sie sind immer noch ein bisschen auf der Hut. Ne? So, jetzt können wir wieder. Ja, beim vierten Anlauf, haha. Aber da wusste man dann wenigstens am Ende auch wirklich quasi komplett lösungsartig, wo man wie hin muss. Jetzt schauen wir mal, was das Fräulein erreicht hat, ob das was gebracht hat. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen, anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Jamar Bescheid. Überlass das nur mir. Sehr schön, haben die Aufgabe abgeschlossen. So, und jetzt müssen wir die Briefe platzieren. Ja, wir machen das jetzt wirklich. Templer sind ja wirklich intrigant und wir machen das sehr auf Intrigen getrimmt. Jetzt ist die Frage, ich würde gerne beim Händler nochmal vorbei. Er ist jetzt halt im Sperrgebiet drin, das ist ein bisschen doof. Ja, vielleicht können wir zumindest hier zu dem Händler, ohne dass wir gesehen werden. Ja, finally. 8000, das ist schon krass. Aber gut. Jetzt hier aber wieder raus. Bevor irgendjemand misstrauisch wird, dass wir hier sind. So. Und jetzt gucken wir mal hier. Bei dem müssen wir das nächste platzieren. Im Sperrgebiet drin, ist natürlich doof. Der sieht uns. Hier müssen wir jetzt natürlich unentdeckt bleiben. Weil wenn die uns sehen und wir die angreifen, dann bringen wir sie ja um. Nur das wäre irgendwie ein bisschen suboptimal. So, wo ist hier der nächste? Scheinbar außerhalb des Sperrgebiets. Na? Was ist dein Problem? So. Ja, bemerkt uns niemand. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Speer geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. So, und wir haben die erste Erinnerung von Sequenz 12 beendet. Und ja, und da gibt es an der Stelle scheinbar nochmal einen kleinen Cut, bevor wir zur nächsten Hauptmission kommen. Das finde ich persönlich total super, weil das gibt uns Gelegenheit, noch ein bisschen Nebenkram zu machen. Und das werde ich in der nächsten Folge auch tun. Haha. Ja, ich hoffe, ihr seid dann trotzdem wieder mit dabei. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Jetzt verliere ich total die Sprache hier gegen Ende nochmal. Ja, also nee, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's wie immer gut, lasst euch nicht fangen. Und ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit mir dabei. Und
Und da werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen geschickter anstellen als diesmal, weil viel ungeschickter geht halt nicht mehr, ne? So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!